Herzlich willkommen zum dritten Teil des Dreieinigkeitsvideos. Ich begrüße euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Genau. Es gibt noch viele andere Symbole für die Dreieinigkeit, zum Beispiel auch das dreiblättrische Kleeblatt. 3:1, alles klar, gibt es noch ganz viel mehr. Eins wollte ich euch noch zeigen, bevor ich mit euch in die Kirche gehe, den musikalischen Dreiklang. Einzeln. Und zusammen. Oder hier mal ein. Ja, der Dreiklang, auch häufig Symbol für die Dreieinigkeit, aber ihr wartet schon drauf, ich weiß. Die Geschichte der Dreieinigkeit in der Gaitheiner Kirche. Let's go! Hallo Leute, hier befinde ich mich in der Nikolaikirche Gaithein. Und das ist der richtige Ort, um darüber nachzudenken. Im Hintergrund seht ihr ein Bild über Jesus. Und Jesus war ja im ersten Jahrhundert unterwegs und hat also vielen Menschen seine Lehre weitergegeben, und Kernstück war, Gott dem Vater zu vertrauen, sich ihm anzuvertrauen, zum Beispiel Vater unser im Himmel. Da war noch nichts von Dreieinigkeit zu hören. Ja, auch als Jesus am Kreuz starb, was betet er da? Er betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Betet wieder zum Vater. Aber es gibt auch die andere Seite von Jesus. Er kann zum Beispiel ohne weiteres sagen, ich und der Vater, wir sind eins. Er erlässt Menschen die Sünden. Er heilt Kranke, lässt sogar Leute vom Tod auferstehen. Und es gibt immer im Neuen Testament die Frage, wer ist dieser Jesus? Und die kommt von den Jüngern. Einmal sind die Jünger mit ihm unterwegs auf dem See. Es stürmt, Boot droht unterzugehen, Jesus schläft, sie wecken ihn und Jesus sagt, Ruhe! Und der Sturm ist vorbei. Und sie fragen, wer ist das? Dasselbe, einmal wieder auf dem See, sind die Jünger unterwegs ohne Jesus und er kommt an ihnen vorbeilaufend und sie entdecken ihn. Und er wollte gar nicht entdeckt werden, er wollte gar nicht, dass sie alles sehen. Und als er dann auferstanden ist, ist für die Jünger klar, in diesem war Gott, mitten unter uns. Der Jünger Thomas nennt Jesus dann auch mein Herr und mein Gott. Nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel gefahren ist, die ersten Christen rufen zu Jesus, weil sie von dort her ihre Erlösung erwarten, Kraft bekommen. Sie merken, in dem Namen Jesus steckt Kraft. In Jesus war Gott auf der Welt. Es ist schwierig für sie, das noch in irgendeine philosophische Form zu packen. Sie brauchen es nicht. Sie haben erlebt, Gott wurde Mensch. Er war unter uns. Wir haben das Rätsel verstanden. In einem Menschen war das Göttliche. Aber über die Frage, wie man das jetzt in den Kopf kriegt, diskutierten die Christen dann noch viele Jahrhunderte. Im zweiten Jahrhundert gibt es dann im ganzen Römischen Reich sehr viele Christen. Das Christentum breitet sich aus und es werden auch Gegner darauf aufmerksam. Und jüdische Gelehrte sagen, hey Leute, ihr könnt nicht zählen. Ihr betet zu Gott dem Vater, ihr betet zu Gott dem Sohn und ihr betet zum Heiligen Geist. Habt ihr drei Götter oder ein? Und die Christen sagen, stimmt, wir müssen das mal philosophisch in irgendeinen Gedanken klären, damit wir nicht vorgeworfen kriegen, irgendwie drei Götter zu haben, weil man hat ja doch nur ein. Wie löst man das? Ganz viele christliche Gelehrte überlegen jetzt, wie man die Praxis aus dem ersten Jahrhundert, man ruft zu Jesus, dem Erlöser, irgendwie in ein System packt, was logisch und verständlich ist. Und da gibt es dann zum Beispiel den Tertullian, der vom griechischen Theater her die Idee entwickelt, drei Personen, aber eine Wesensheit. Ihr müsst wissen, Person heißt im Griechischen Maske, deswegen vom Theater. Ein Schauspieler hat manchmal verschiedene Rollen gespielt, ein Wesen, aber drei Masken. Und so sagt Tertullian, ja, Gott tritt in verschiedenen Erscheinungsformen auf, setzt sich Masken auf, es ist immer noch ein Gott. Die Christen diskutieren dann, wie funktioniert das aber, wenn Jesus ist Mensch? Wenn jetzt Gott als Mensch auf die Welt kommt, wie fusioniert sich das Göttliche und das Menschliche? Und die streiten sich hunderte von Jahren nur darüber, wie funktioniert das, und kommen da weit weg
eigentlich von dem, was der Ursprung war. Der Ursprung ist, Menschen erleben in Jesus begegnet uns Gott und jetzt diskutieren die, war Jesus schizophren, mal Gott, mal Mensch, irgendwie ein Mischwesen, hin und her. Wer sich dafür interessiert, kann sich das in Ruhe im Internet angucken, haben wir heute keine Zeit dafür. Auf jeden Fall diskutieren die das sehr lange, bis dann ins 3. Jahrhundert und da gibt es die Entscheidung. Und dazu brauchen wir Nikolaus und deswegen bin ich auch in der Nikolaikirche. Jetzt suche ich mal den Nikolaus hier. Ich habe ihn gefunden, den heiligen Nikolaus. Deswegen bin ich auch in der Nikolaikirche zu Gaitain, die nach dem heiligen Nikolaus benannt ist. Was hat der Nikolaus jetzt mit der Dreieinigkeit zu tun? Viel. Im 3. Jahrhundert ist das erste Mal, dass ein römischer Kaiser Christ wird und das Christentum erlaubt. Vorher wurden die Christen hier immer, ihr wisst schon. Und der will jetzt, dass die Christen sich endlich einigen bei dem Thema. Ja, 200 Jahre lang Streit, jetzt muss eine Einigung her. Der lädt alle Bischöfe des Römischen Reiches nach Nicea zum Konzil von Nicea ein. Nikolaus ist mit dabei. Nikolaus, den kennt ihr vielleicht sonst von den drei Mädchen da Gold in die Schuhe, um die zu retten. Beim Konzil von Nicea jedenfalls diskutieren die Christen über diese Frage. Es gibt zwei Entwürfe, den einen von Athanasius. Athanasius, der hat also die Dreieinigkeit nochmal weitergedacht und die Formel ist dieselbe geblieben wie schon immer. Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Personen, drei Erscheinungsformen, aber ein Gott. Und dann gibt es den Entwurf von Arius, der vorgeschlagen hat, Jesus ist nur ein Mensch, von Gott zu seinem Sohn adoptiert. Und Nikolaus fand das unerhört, weil er hat sich für die Seite der Dreieinigkeit eingesetzt. Und dann gibt es die Legende, Nikolaus hätte dem Arius einen in die Fresse gehauen. Ich finde das lustig. Ich weiß, ist nicht ganz christlich, aber lustig. Wahrscheinlich hat er dem auch nicht auf die Fresse gehauen. Vielleicht war er nicht, aber irgendwie ist er cool. Also, merkt euch, Nikolaus haut in die Fresse für die Dreieinigkeit. Die christlichen Bischöfe einigen sich dann und sagen, okay, die Formel bleibt. Wir glauben nur an einen Gott. Der zeigt sich in drei verschiedenen Personen.